Über die geplanten Waffenrechtsverschärfungen haben wir bereits mehrfach in verschiedensten Videos berichtet. Heute klären wir euch auf über die noch nicht von uns vorgestellten Erweiterungen und vor allem, was ihr dagegen tun könnt. Vieles ist aktuell vom Tisch, zum Beispiel Halbautomaten, Schreckschusswaffen, aber es ist auch wieder vieles Neues dazugekommen. Dabei liest man hier oft nur über Messerverbote, aber es gibt gerade für uns Jäger und Sportschütze in dem Gesetzesentwurf weitreichende Einschnitte, die mit der Waffengesetzverschärfung geplant sind. Zum einen sollen bei einer Zuverlässigkeitsprüfung weitere Behörden hinzugezogen werden. Da wir aber in einer Bananenrepublik wohnen, haben viele Behörden noch keine entsprechende IT dafür. Dies würde daher zu noch längeren Bearbeitungszeiten für WWK und Jagdschein führen und die Behörden noch stärker belasten. Außerdem wird man mehr auf das Gutdünken der Behörden angewiesen sein. Für die Zuverlässigkeitsprüfung muss diese auch öffentliche Quellen, Telefonate und Schriftverkehr von uns beurteilen und diese in ihre Entscheidung einfließen lassen. Also auch soziale Netzwerke auswerten und wo ihr euren Like setzt. Quasi totale Überwachung à la Stasi. Auch nicht von schlechten Eltern ist der Punkt, dass die Waffenbehörde in Zukunft Waffen und Munition sicherstellen dürfen, wenn auch nur ein Widerruf von Jagdschein oder WBK in Erwägung gezogen wird. Dies wäre dann also schon, bevor wir Waffenbesitzer über irgendeinen möglichen Sachverhalt überhaupt informiert wurden. Ich finde, da bewegen wir uns langsam weg von einem Rechtsstaat, da wir uns vorab überhaupt nicht juristisch dagegen wehren können. Als i-Tüpfelchen kommt dann noch dazu, dass die Waffenbehörde die Befugnis erhalten soll, bei Gefahr in Verzug ohne richterlichen Beschluss eine Wohnungsdurchsuchung anordnen kann. Dies ist ein Eingriff in die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 Grundgesetz. Ohne richterlichen Beschluss geht's noch? Wo sind wir denn langsam? Ich finde, es reicht. Lasst euch das nicht gefallen und nun zum wichtigsten Punkt, was wir überhaupt noch dagegen tun können. Erster Punkt. Der VDB hat direkt schon einen Briefgenerator zur Verfügung gestellt. Damit könnt ihr euren Abgeordneten im Parlament schreiben. Da sieht man wieder, wie wichtig es auch ist, die Fördermöglichkeit beim VDB zu machen, da mit den Geldern wirklich was für uns Sportschützen und Jäger getan wird. Also werdet Fördermitglied beim VDB und macht mit beim Briefgenerator und schreibt euren Politikern. Die Politik muss merken, dass wir viele sind und es uns nun endlich mal reicht und mit dieser hirnlosen Verbotspolitik und den geplanten Stasi-Methoden. Wir Sportschützen und Jäger sind das Volk und haben auch Rechte, auf die wir bestehen. Nur weil wir Sportschützen oder Jäger sind, kann es doch nicht sein, dass unsere Rechte bis hin zu den Grundrechten mit Füßen getreten werden. Den Link zur Fördermöglichkeit und zum Briefgenerator ergänzen wir euch natürlich in der Beschreibung weiter unten. Zweitens, es gibt eine Petition bei Open Petition gegen die Waffengesetzverschärfung. Diese hat bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt. Macht mit bei der Petition, damit die Politik sieht, wir haben eine Stimme. Bei knapp 1 Million Waffenbesitzern in Deutschland muss es doch im Interesse dieser sein, hier eine Stimme abzugeben und sich Gehör in der Politik zu verschaffen. Informiert auch unbedingt eure Mitjäger und Vereinskameraden über die geplanten Verschärfungen und den Briefgenerator und die Petition im Internet. Jede Stimme zählt hier, nur gemeinsam sind wir stark. Auch hier setzen wir euch den Link zur Petition in die Beschreibung rein. Ihr könnt auch dieses Video teilen und an eure Mitjäger und Vereinskameraden schicken, damit diese wirklich aufgeklärt werden, wie wichtig das ist. Es ist 5:12, also Leute, gebt Gas! Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr von den geplanten Maßnahmen haltet und wie ihr euch bei der Politik Gehör verschafft. Wenn noch gute Empfehlungen von euch dabei sind, greifen wir diese natürlich auf. Natürlich halten wir euch auch mit allen Veränderungen und Maßnahmen auf dem Laufenden. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr zu dem Thema verpasst. Macht's gut und gebt Gas. Weidmannsheil.